Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time nach wirklich sehr langer Zeit. Also das habe ich wirklich schon ewig nicht mehr aufgenommen. Vor einiger Zeit hatte ich mal eine Aufnahmesession, da habe ich wirklich viele Parts aufgenommen. Doch leider habe ich da was falsch gemacht. Ja, ich will noch nicht so tief eingehen, deswegen sind jetzt die nächsten Parts auch wahrscheinlich nicht blind. Wie sonst, aber ich sag nur so viel, man muss irgendwelche Gegenstände einsammeln, die man dann irgendwo einsetzen muss. Und ich wusste nicht, dass man die immer sofort einsetzen kann, hab die gesammelt und dann war irgendwann mein Inventar so voll, dass ich sogar einmal ein Heilkräuter einfach verschwendet habe, weil ich mir nicht zu helfen gewusst habe. Zum Glück hat dann mein Schatz gesagt, dass man das nicht machen muss. Und von daher habe ich mir gedacht, das ist doch beschissen. Die Heilkräuter sind so wichtig für die späteren ja, Bosskämpfe. Und deswegen fange ich wieder von vorne an. Wir sind hier in der Pyramide stehen geblieben das letzte Mal. Und ja, es geht richtig los mit Kämpfen wieder, weil wir sind ja hier, ja, ihr wisst schon, in einer Art Dungeon. Und in meinem Inventar sieht es momentan so aus. Lolas Brief. Kann man das eigentlich entfernen? Ich weiß gar nicht, was man da alles entfernen kann. Ah, man kann den entfernen. Okay, ich möchte aber erst nochmal was gucken. Niemals. Genau, ich möchte mal kurz gucken, was der Brief nochmal enthält. Aha. Bla bla bla. Ach so. Genau, dann hat es uns nur das Tagebuch gegeben. Also wir brauchen das gar nicht, Leute. Das ist ja. Entfernen können wir das. Wir brauchen so viel Platz wie möglich. So, den Apfel können wir später vielleicht auch noch essen. Das brauchen wir anscheinend. Was ist das denn? Testament auf jeden Fall. Gut. Das können wir, glaube ich, nicht entfernen. Nein, das auch nicht. Das müssen wir auch immer rumtragen. Und das können wir auch nicht. Und den können wir später noch essen. Okay, dann ordnen wir das mal wieder an. Ich bin so ein Ordnungsfreak. Können wir das erstmal hier hin, den Apfel dahin. Tun wir erstmal dahin. Ach, machen wir das einfach mal so. Okay, Leute, dann würde ich sagen. Wir rüsten eigentlich gar nichts aus. Okay. So, wir sind hier als Will verkleidet. Nicht verkleidet, sondern wir sind Will. Und da kommen schon gleich wieder zwei Gegner auf uns. Das finde ich aber überhaupt nicht nett, dass wir so begrüßt werden. Aber wir bekommen gleich schon wieder was Gutes. Ja, die Abwehr hat sich erhöht. Perfekt. Und es öffnet sich sofort ein Sphärenportal. Da gehen wir gleich mal rein, denn ihr werdet was sehen. Eine Überraschung. Da bin ich am Anfang voll ausgetickt. What the heck, denkt man sich? Was ist das denn jetzt Neues? Will hört eine eindringliche Stimme. Ich habe deinem Kommen entgegengesehen. Ich bin Shadow, der Liquidator. Mein Körper ist das Licht eines Kometen. Ich habe keine Gestalt. Kann jedoch die des Menschen annehmen, mit dem ich verschmelze. Auch der sich der Erde nähernde Komet ist ein Bewusstsein ohne Gestalt. Mein Körper ist das Einzige, was ich dem Kometen entgegenstellen kann, um alles zu beenden. Schließe nun deine Augen. Es ist echt mysteriös, Leute. Es hat alles etwas mit einem Kometen zu tun, der auf die Welt zurast und Will ist eigentlich der Einzige, der es irgendwie stoppen kann, anscheinend. Wir sind Will und wir sind jetzt hier eine komische Gestalt, die eigentlich hier übers Wasser gehen kann. Das sieht aus, als würde er über die Luft schweben. Das sieht gerade ein bisschen aus wie der Moonwalk von Michael Jackson. Ich weiß auch nicht. Okay, normalerweise können wir uns in Free dann auch noch verwandeln. Den mag ich sehr, das ist der Ritter. Durch deine Reise nach Angkor Wat bist du stärker geworden. Stelle dich vor die Statue auf der rechten Seite und verwandle dich in Shadow, den Schattenkrieger. Das haben wir ja schon gemacht. Also das ist Shadow, der Schattenkrieger. Dann gewähre ich dir einen letzten Gegenstand. Wow, die Musik. Du hast die Aura. Okay, ich habe die Aura, weil ich cool bin. Die Aura ist Shadows Geist. Setzte sie ein, wird sein Körper flüssig wie Wasser. Nur ein kleiner Teil der Pyramide ist zu sehen. Das meiste befindet sich unter der Oberfläche. Verwandle dich in Shadow, um in die unteren Ebenen vorzudringen. Wir speichern auf jeden Fall erstmal ab, wo wir gerade erstmal angefangen haben. Eine Reise auf jeden Fall fortführen. Wir haben gerade erstmal begonnen.
Es ist echt skurril, was man mit dem alles machen kann. Man kann eigentlich durch Böden hindurchgleiten mit diesem Wasserviech, würde ich jetzt mal sagen. Und ich muss mal kurz nochmal was gucken gehen. Was war das denn hier nochmal? Genau, hier müssen wir die ganzen Sachen, was wir finden, einsetzen. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Also hier ist es, glaube ich, zumindest. Überall sind Fallen, die den Eingang sichern sollen. In diesem Raum gibt es sogar eine Falle, die auf Geräusche reagiert. Sei also leise. Okay, kann man hier irgendwas machen? Nein. Also da spielt sich eigentlich alles ab. Und ja, ich habe es mal wieder nicht kapiert, aber... Okay, wir lassen alles ganz locker angehen und... Ich weiß gar nicht. Der kann... Ach, der kann sowas. Oh, da rastet der komplett aus. Was ist, wenn ich... Nee, da kann nur das. Das ist echt lame irgendwie. Aber ich glaube, ich brauche den am Anfang noch gar nicht. Ja, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch falsch gemacht, dass ich einfach rausgerannt bin. Wir wollen natürlich hier bleiben. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Genau, ich habe jetzt mal gerade Rewinds benutzt, weil das kann ja nicht angehen. So, wir können jetzt, soweit ich weiß, immer wenn solche dunklen Steine sind da unten, können wir eigentlich... Wie ging das denn nochmal? Ah, genau, hier haben wir das Viech. Die Aura. Shadow kann durch sie zu Wasser werden. Das wählen wir mal aus. Benutzen das mal. Und siehe da, wir können als eine Art, ja, Wasserball, Wassertropfen, was auch immer das sein soll, durch die Wand durch, durch den Boden durch. Und hier wird sich jetzt alles abspielen. Es sind hier verschiedene Türen, rechts und links. Ich will, glaube ich, erstmal nach links gehen. Und ich weiß aber gar nicht, als was ich mich jetzt zuerst verwandeln soll. Ich verwandle mich einfach mal. Man braucht eigentlich alles, weil einmal muss man wieder runtergehen, dann braucht man irgendwie, um zu erreichen, Will. Und einmal Freedan. Warum verwandle ich mich jetzt erstmal in Will? Okay, ich verwandle mich jetzt erstmal in Will. Auch keine schlechte Idee. Eigentlich wollte ich erst Freedan, aber... Oh, die Zeit verplempert wieder und wir haben nichts geschafft. Ich habe so viele Parts schon. Und scheiße. Das ist peinlich. Ich gehe gerade wieder da rein. So, da muss ich ganz vorsichtig. Ja. Okay, rennen mal los. Wir gehen mal ganz nach links erstmal rein in diese Tür. Ist alles schon ganz pyramidenhaft irgendwie überall. Und jetzt geht's richtig mit Kämpfen los. 12 Gegner sollen hier sein irgendwo. Mal gucken, was man da machen kann. Oh, Will. Das war Dummheit. Zum Glück gibt es hier die ganze Zeit solche Portale. Da können wir ganz locker uns immer wieder aufladen. Das ist echt praktisch. Da können wir mit unserer Fähigkeit eigentlich drüber fliegen. Und hier müsste man doch das eigentlich auch können, oder? Wir schauen erstmal, was wir alles mit Will und Co. erreichen können. Ah ja. Das können wir natürlich machen. Und diese Viecher, die hasse ich extremst, weil die solche Laserdinge ausstrahlen. Okay. Musik ist natürlich wieder spannend und da kommen die ganze Zeit solche komischen Geräusche. Naja. So, da oben war noch eine Tür. Aber erstmal hier gucken, was das ist hier. Aha, da kann man anscheinend runter oder so. Ich gucke erstmal, was in der Tür drin ist. Also es wird wieder verwirrend, Leute. Und ihr wisst ja, mein Orientierungssinn in Spielen... Ist nicht ganz so toll, wenn wir es mal harmlos ausdrücken wollen. Also, wir sammeln diese Punkte schön ein. Und gucken, was da noch in den Türen drin ist. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber das kann uns noch nicht bekannt vorkommen. Weil wir hier noch nicht waren anscheinend. Oh, Leute, das dreht ja hier richtig ab. Mal schauen, ob wir die alle besiegen können. Wahrscheinlich nicht auf einem Schlag. Wir haben ihnen schon mal Schaden zugefügt. Das machen wir das gleich jetzt nochmal. Jawohl, das ging richtig ab. Jetzt müssen wir da nochmal rüber. Wir müssen schnell die Dinge einsammeln. Oh, nur die eine Seite geschafft. Das finde ich doof. Okay, Leute. So, 7 Gegner sollen hier noch irgendwas sein. Jetzt müssen wir wieder darüber. Das können wir immer nur, wenn er so aufleuchtet und dann BAMS.
Oh, der geht richtig ab hier. Naja, ich lasse mich von diesen Dingern gerne treffen anscheinend. Das ist mein Spezialgebiet wohl. Ja, ich darf mich nur nicht verirren hier. Aha. Na, das kann ja lustig werden hier. Also zum Glück haben wir schon mal Will ausgewählt für diese Station, sage ich mal. Er kommt da aber anscheinend gar nicht hoch, oder was? Wie war das denn nochmal? Ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht, aber... Er muss da hochkommen, Leute. Das muss ich nochmal ausprobieren. Oh, diese Affengeräusche nerven mich. Okay, Will, du wartest jetzt mal hier. Wenn ich jetzt von hier aus mache, bringt das irgendetwas? Es muss. Wie ich da 10 Jahre warte. Ja, es geht. Oh, was ist das? Der ist leicht aggressiv und der macht immer Schutzschild und sowas. So, was haben wir denn hier noch? Ah, diese Viecher da. Mhm. Ja. Die wollen mich zerstören. So geht das aber nicht. So. Ja, leicht aggressiv, diese Viecher hier überall. Okay. Also wenn ich hier sterben sollte, dann ist echt irgendwas kaputt, weil hier muss ich eigentlich, dadurch, dass es voll viele Portalfelder gibt, eigentlich schon gut zurechtkommen. Ich versuche mein Bestes hier. Und bams. Ah, da komme ich wieder zurück. Das ist immer, wenn ich zurück will. Das weiß ich ja schon. Hier ist eine Statue. Oder eine Steintafel, das, was wir suchen. Hier ist eine Steintafel an der Wand. In Dao hörte ich, dass es sich um eine Hieroglyphe handelt. Ich muss versuchen, die Steintafel zu bewegen. Ja, die erste haben wir gefunden. Du hast eine der Hieroglyphen-Tafeln gefunden. Ich spreche hier immer wie ein Roboter, wenn ich was bekomme. So, Leute, das ist so easy und ich habe die halt hier alle gesammelt. Kein Wunder, dass kein Platz war. Okay. Ausrüsten. Was steht da? Hieroglyphe-Tafel mit Hieroglyphe. Eine Hieroglyphe-Tafel mit Hieroglyphe. Na, sowas. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So, wir gucken da gleich mal. Das blaue Licht bringt dich zum Eingang zurück. Eintreten. Ich glaube, da gibt es zwar noch. Gäbe es jetzt vielleicht irgendwas noch, aber egal. Wir sind jetzt in der Pyramide. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Die Tafel passt in 6 Vertiefungen. Wo platzierst du sie? Woher soll ich das denn jetzt wissen? Erstens. Viertens von links. Erstens von links. Ach shit. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Erstens von links. Passt das? Ach, muss ich das selbst erraten auch noch? Scheiße, wie war das nochmal? Das hat doch irgendwie einen Sinn. Oh Mist, jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Das muss ich nochmal, also das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das war. Oh, mein Schatz hat es irgendwie erwähnt und ich weiß es nicht. Ich muss nochmal nachfragen, in woher, also an was, anhand was ich weiß, dass, also welche Steintafel irgendwo reinkommt. Wie war das denn nochmal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn ich... Kann ich die nehmen? Die kann ich gar nicht nehmen, oder? Vielleicht ist sie dann doch an der richtigen Stelle? Anscheinend, oder? Hm. Also ich hoffe es auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wir rüsteln mal... Rüsteln! Wir rüsteln! Wir rüsten uns mal wieder damit aus. Ah, die Aura geht nur, wenn ich... ein cooles Wasserviech bin. Das ist echt scheiße, dass das nur so mitgeht. Da muss man sich echt 1000 Mal verwandeln. Ja. Machen wir mal. Dann können wir uns eigentlich auch wieder aufladen dann. Wir machen einfach mal weiter. Da war ja noch irgendwas in der ersten Tür. Das ging ja noch weiter anscheinend. So, wir laden uns auf. Das kennt ihr ja. Wir speichern auf jeden Fall. Und wir führen die Reise nochmal fort. So sieht der Plan aus. Okay. Dann machen wir das hier, genau. Du, du, du.
Die Musik schon wieder. Okay. Soll ich mal als dieses Viech reingehen? Oh, schau mal, wie er rennt. Yeah, ich bin cool. Wir gehen mal als dieses Viech rein. Da waren wir ja schon, ne? Genau, da kann man nur als Will, blablabla. Kann man da irgendwas machen? Da geht nichts. Okay. Wir gehen mal da rein. Ah, ja. Da waren wir nämlich noch nicht. Das seht ihr ja schon. Ich finde es so geil, wie er über Wasser schwebt. Ja, über Wasser vor allem. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Den kann man eigentlich nur von der Seite treffen am besten. Okay, das sind eigentlich nur Gegner. Wir bekommen etwas. Deine Abwehr hat sich erhöht. Perfekt. Gibt es da noch irgendwelche Gegner? Nein, hier gibt es keine Gegner mehr. Kann man da irgendwie auch runter? Nein, da kann man nicht irgendwie runter. Also manchmal... Ja, ich weiß nicht. Es gibt so bestimmte Steine, bei denen man irgendwie irgendwo hin kann. Und ich glaube, das ist hier nichts. Ich glaube, nur wenn mehrere auch auf einer Haufen sind, nicht nur eine Reihe. Also so viel, wie ich das mitbekommen habe. Okay, dann würde ich sagen, können wir da raus? Ja, glaube schon. Wir verwandeln uns... Wir gehen mal in die zweite Tür hinein und verwandeln uns mal... nehmen wir doch einfach mal den Will. Wir werden dann schon sehen, ob wir uns in Freedan oder was anderem verwandeln müssen. Okay. So, Will, der kleine Junge, macht die Reise weiter. Jetzt darf ich nicht wieder in dieses Portal reingehen. Gut. So, ich weiß nicht, ob wir in der ersten Tür wieder schon alles gemacht haben, zu 100%, sage ich mal. Wir haben zwar die Steintafel gefunden, aber vielleicht gibt es da noch irgendwas. Keine Ahnung, aber wir gehen da mal hier rein. Ah, ja, die greifen mich an und ich bin nicht mehr hier angekommen. Oh, die hasse ich, die Pestviecher da. Das ist wie die Pest, schlimmer als die Pest. Aber das soll uns nicht... Aha, ihr seht hier, Leute, hier brauche ich diesen Shadow, um hier runterzukommen. Soll ich... Wisst ihr was? Ich glaube, ich verwandle mich dann gleich mal in Shadow. Ich werde dann den Part auch erstmal sowieso beenden. Hier kann man nämlich auf jeden Fall mit Shadow runter. Mit Shadow. Der Name ist auch cool. Hier geht es nämlich gar nicht weiter, weil es Verarschung ist anscheinend. Okay. Ich würde dann erstmal mich langsam von euch verabschieden und sagen, dass ich, ja, dass wir uns im nächsten Part sehen. Was ist das denn hier überhaupt? Eigentlich gar nichts. Und ich werde jetzt wieder zu dem lieben Shadow gehen und mich verwandeln. Das müsst ihr jetzt nicht sehen. Das nächste Mal seht ihr mich dann schon verwandelt. Und ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Ja, ich werde das Projekt endlich mal weitermachen. Ich hoffe, dass ich es auch mal bald beenden werde. Ich bin so lange schon an diesem Projekt dran. Es hat einfach kein Ende. Sorry. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.